Ich grüße euch alle ganz herzlichst. Heute werde ich euch über das keltische Baumhoroskop der Eibe berichten. Und diese steht unter dem Begriff der Tod und die Ewigkeit. Sie steht für die Geburtsdaten vom 3. bis 11. November. Dieses Datum steht aber eigentlich nicht alleine da. Auch die Geburtsdaten vom 2.1. bis 11.1. und vom 5.7. bis 14.7. sind für die Eibe zuständig. Dies liegt daran, dass diese Geburtsdaten der Tanne mit der Eibe gleichlaufen. Die Eibe wurde mit der Christianisierung aus dem keltischen Baumhoroskop gestrichen, da sie als dunkler, mystischer Baum angesehen wurde. Die Eibe war bei den Kelten der Wächter der Unterwelt. Die Druiden, sowie die alten Germanen, sahen die Eibe als heilig an und hielten Beerdigungen und Rituale unter den Eibenbäumen ab. Bei den Bestattungen wurden auch Eibenzweige hinzugefügt, damit der Verstorbene einen guten Übergang in die Ewigkeit bekam. Aus dem Saft der Eibe wurde Heilmedizin, aber auch Gift hergestellt. Die Römer waren es, die die Eibe aus dem keltischen Baumhoroskop entfernten und nur die Tanne im Horoskop stehen ließen. Sie holzten auch die düsteren Eibenwälder ab, womit sie die Ritualplätze der Druiden vernichteten. Tannengeborene können sich somit auch mit der Eibe identifizieren. Die in diesem Zeichen Geborenen sind stets auf der Suche zwischen den Welten. Mit ihrem Spürsinn entwickeln sie zum Schein eine Suche zu und in sich selbst. Damit betreten sie außergewöhnliche Gedankenwelten und ihre Fähigkeit prädestiniert sie zum Querdenker. Sie bereichern die Gemeinschaft der Menschheit mit ihren neuen und komplexen Ideen. Bedingt durch schwierige Situationen und ihrem stetigen Wandel in freie gedankliche Höhen können sie allerdings orientierungslos machen. Ja, sie schwimmen denn ein bisschen, so könnte man auch sagen. Dann ist eine hilfreiche Hand nötig, die den Eibemenschen wieder zurück auf festen Boden bringt. Ihre Stärke ist Kreativität, und sie sind stets auf der Suche nach der Wahrheit und drücken dies gern im künstlerischen Schaffen aus. Ihre Mitmenschen wollen sie an ihren Erkenntnissen teilhaben lassen. Mit ihrer Fähigkeit, messerscharf und abstrakt zu denken, um unkonventionelle Erlebnisse entwickeln zu können. Und das ist eine Bereicherung für die gesamte Gemeinschaft. Eibemenschen dulden niemals andere Aktivitäten an ihrer Seite, am wenigsten die sogenannten Besserwisser. Denn nur die Eibengeborenen können so denken, wie sie denken. Sie durchleben extreme Stimmungsschwankungen auf der Suche nach Sinn und Wahrheit. Ihre großen Schwankungen in Hoch und Tiefs übertünchen sie leider mit Sarkasmus und Aggressivität. In der Liebe kann es dauern, bis sie den richtigen Partner gefunden haben. Ist dies der Fall, dann ist er ein treuer, liebender Partner. Gesundheitlich haben sie ihre Probleme mit Magen und Darm, Brust, Stirnhöhle, Nerven und mit ihrer Seele. Also das ist der Eibemensch. Und, liebe Tannenmenschen, auch ihr findet euch in diesem Eibe-Horoskop. Als nächstes geht es dann weiter mit der Esche. Alles Gute bis dahin. Eure Diria.
Ich grüße euch alle ganz herzlichst. Heute werde ich euch über das